Ah, wie ihr gerade sehen konntet, hat es gestürmt. Und ich habe die Gelegenheit ergriffen und noch mehr gemint. Was ich hier vorhabe, ist, die große Raffinerie hinzubauen, wenn dann die Zeit gekommen ist. Und die ist 4 Blocks hoch, 2 Blocks tief und mit Erweiterung 3 Blocks tief und 3 Blocks weit. Also 3x3 mal 4. Und darauf möchte ich mich dann schon mal vorbereiten hier. Aber jetzt hat es erstmal gut jede Menge Rohstoffe gegeben. Das heißt, die nächsten Erweiterungen sollten gar nicht mehr so schwierig sein. Basic Assembler können wir jetzt anschalten. Während des Sturms hat es natürlich gut Energie gegeben mit unseren Lampen. Lampen. Wieso sag ich Lampen? Hey, wusste, dass der Spielabend vielleicht schon etwas fortgeschritten ist, aber so schlimm. Unsere Windmühlen. So, aber jetzt können wir loslegen. Ich muss den Rädern hier noch sagen, dass sie eine gewisse Höchstgeschwindigkeit haben. Das Fahrzeug ist nicht gut ausbalanciert. Na, hat es wenig Sinn, wenn wir 180 Stundenkilometer damit fahren. 50 sollten ausreichen. So, dann schalten wir die Batterie mal wieder an und können los. Wartet, ganz fertig bin ich noch nicht. Wir haben einen Erdsensor hier und der heißt Ore Detector. Ist auf maximale Reichweite. Das heißt, wir sollten jetzt noch nicht ganz durch. Ich muss noch ein GPS machen, nicht, dass wir vergessen, wo unsere Basis ist. So, jetzt aber. Jetzt kann ich hier ein bisschen einfach in der Gegend erkunden und schauen, wo und ob und wo wir Erze finden können. Ja, schaut, da hat's mehrere Felder. Dann drehe ich hier gleich mal um, sobald wir an der Düne vorbei sind. Also nur 350 Meter von der Basis haben wir schon Eisen. Das ist doch entschuldigt. Eisen ist schon mal erfolgt. Und da sehe ich noch ein weiteres Feld hier. Oder ist das noch das gleiche? Er ist noch das gleiche. Zeigt auch Eisen. Okay. Kann ich sonst eher da hinten ist eins. Aber mal dahin. Hier im Spiel macht es wenigstens halbwegs, hier auf diesem Planeten macht es wenigstens halbwegs Sinn, dass diese Felder leicht weiß sind. Denn hier hat es Möglichkeiten, dass es Kalkablagerungen gegeben hat. Ah, ein ganz schönes Stück. Jetzt fahre ich lieber außen rum. Den möchte ich nicht auf den Kopf stellen. Oh, da hinten blitzelt's. Auch Eisen. Ja, der nächste Sturm so schnell. GPS, naja. New from current position, Eisen 2. Sehr eisenreicher Planet hier. Kommen wir da durch? Lieber anders fahren.
Was vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich während Sommer Sturm. Ah, ist der Sturm schon vorbei? Okay. Ich glaube, da hat es eins direkt voraus. Dass der immer so stark einlenkt, ja, glaube ich. Grad. Zum Rangieren ist es sehr gut, aber zum Links auch wieder Eisen. Eisen scheint es hier wirklich im Überfluss zu geben. Ich vermute mal, dass das noch dazugehört. Das sind zwei Mineralien. Ui. GPS. New from current position. Nickel und Silikon. Die brauchen wir auf jeden Fall. So, hier haben wir wieder mal Eisen. Ich vermute, das ist noch das gleiche Feld. Nee, ha, Silber. Und wo Silber ist, ist meistens etwas tiefer auch noch Gold. Ist natürlich dann schwer zu finden ohne große Antenne. Große Antenne ohne großen Erzdetektor, aber das soll uns nicht weiter stören. Da ist was. Das macht mich nervös. Ich werde jetzt den Control Panel, Front Wheels, Steering Angle, mach mal auf 13 runter. Ja, da fühlt man sich gleich viel besser und wir haben Kobalt gefunden. Ja, Kobalt. Und ich sollte die Handbremse anziehen, wenn ich sowas mache. Also ich weiß nicht, ob ich euch schon mitgeteilt hatte, weil in der letzten Folge wollte ich das tun, in der vorletzten. Oder zwischen der letzten und der vorletzten hatte ich die Idee. Silber und Silikon. Mache ich hier ein. Silber, Silikon. Okay. Dass ich mir Fliege erlaube auf dem Planeten, aber nur unter einer Bedingung. Nur Hydrogentriebwerke. Und Wüste alles, ihr könnt euch denken, was die Herausforderung daran ist. Wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit dauern, bis ich eine Quelle für Wasser finde. Und das heißt eben, Real Punk, ich muss das Silikon, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht notieren. Wir sind schon mehr als 1,5 Kilometer von der Basis entfernt. Vielleicht sollte ich jetzt ja, fast 2 Kilometer praktisch einen großen Bogen mal fahren. Das Signal ist es leider zu spät, aber da ist wieder was. Also ein Vorteil hat die Wüste, man sieht die Felder ziemlich gut. Hier ist auch der Kobalt. Kobalt haben wir schon und das ist ziemlich weit weg von der Basis. Also werde ich es mal noch nicht notieren, das haben wir schon markiert. Das heißt, ich muss weiter hier rüber fahren.
vielleicht mal diese Schönheit an mit vollgeladener Batterie. Ich kann den ganzen Tag lang, ich kann 24 Stunden lang mit dem Buggy unterwegs sein. Inklusive der Raffinerie, die da drauf ist, also dem Notfallkit, Sauerstofferzeuger. Detektor. Das schon? Das habe ich schon. Das sollte schon einen größeren Bogen machen. Jetzt fahre ich natürlich im 90-Grad-Winkel zu den Dünen. Ich meine, mit der Geschwindigkeit fährt er sich eigentlich ziemlich gut. Kann ich jetzt nichts sagen. Da ist ein Feld mit Kobalt. Magnesium wäre mal was. Wobei, ich habe hier noch keine Mods installiert, also auch kein. Wie heißt ein Counters. Random Encounters. Hinten. Jetzt schon fast ein wenig betrogen, mit der Kamera so zu schauen. Ja, die Blitze, die ihr vorhin gesehen habt, das war ja übrigens der Grund. Weshalb die beiden Decoys da oben drauf sind. Nickel und Kobalt, war das ein guter Erreichbarkeit, aber nicht was ich brauche. Da ist was. Nicht. Winkel. Eisen. Fahren wir hier einmal außen rum oder fahren wir vielleicht sogar mal drüber. Ne? Sind nur felsig, das ist nicht allzu gefährliches Terrain anscheinend. Ja, hier ist schon wieder Dünen. Und da hinten. Hat's noch mal Erz. Eisen. Unten. Schön bei dem abgestorbenen Baum nach Silikon, Eisen. Noch mehr Eisen. Also ich habe noch kein Let's Player irgendwas gesehen auf Pertam. Bin also ziemlich unschuldig in Anführungszeichen. Ich war schon auf Pörtern, aber nur von Rennen. Bin mit meinem Raumschiff auf dem Mars. Nickel, Silikon, Kobalt. Gute Kombination, aber nicht, was ich brauche. Auf dem Mars meinen Rennwagen gebaut und habe mit dem Eisen und Silikon. Habe mit einem Raumschiff hintransportiert und bin dort Rennen gefahren und nach dem Rennen. Habe ich den Rennwagen wieder angehängt und also die Überreste der Rennwagen war nachher zwei Box kürzer und bin mit dem Raumschiff da angeflogen. Also ich nur die Rennstrecke gesehen. Ich bin jetzt mal etwas mutiger hier und fahre da hoch.
Das ist auch mit so ein Grund, warum ich die Idee hatte für Wheel Punk. Auf Paddam Autofahren, das macht auch richtig Spaß. Das ist ja auch das Paddam der Planeten haben. Da ist was. Interessant. Kam ja auch mit dem Wasteland Update, das so ein bisschen Mad Max-mäßig gedacht ist. Das ist Silikon, das interessiert mich nicht. Und ich denke, das werden wir auch ein bisschen berücksichtigen in der Art, wie ich später die Sachen gestalte. Und vielleicht, wenn ich einen Spawner-Mod dazu hole. Interessant. Ah, da. Ist vielleicht noch was zu finden. Eisen. Noch was? Nur Eisen. Jede Menge Eisen. An Eisen mangelt es auf diesem Planeten nicht. Ich meine den Weg des Space Engineers. Aus Eisen, Silikon. Aus Silikon kann man natürlich auch was Gummiartiges herstellen. Und aus Silikat. Silikat, Silikon. Ich weiß gar nicht, inwiefern die beiden verwandt sind. Aber was wir hier suchen, ist ja nicht wirklich Silikon. Nur Silikon. Im Englischen ist Silikat. Nickel. Eisen, Nickel. Ja, immerhin hat es ein paar gute Felder hier. Sind schon 3 Kilometer raus. Wie das Silikat. Kobalt. Silikat, Nickel. Sind leicht schräg hier. Kobalt. Eisen. Ende der Welt. Kobalt. Okay. Gehen wir um das Ende der Welt rum. Noch mehr Eisen. Aber das ist ja alles nicht die einzige Art, um Rohstoffe zu kommen. Lohnt es sich vielleicht, darunter zu gehen? Ich glaube nicht wirklich. Aber am Rand hier hat scheinbar viele Rohstoffe. Eisen. Silikat. Bald. Ist gut möglich, dass hier im Spiel die Sachen, die spawnen, vom Gelände, in dem sie existieren, abhängen. Das heißt, ich tapse mich mal ganz vorsichtig hier runter und schaue, ob es da vielleicht andere Sachen gibt. Langsam machen. Das kann man regelrecht einen Weg hier runter finden.
Da steht noch Folge 2. Hab's noch nicht geändert. Mal seht ihr mal. Da hat zumindest eine schöne kleine Oase hier. Eis! So viel zum Thema, es gibt wenig Eis hier. Ah, so ist das, was ich gemeint hatte. Halt. GPS. Ist das das hier? New from Crime. Eis. Es ist nicht nur Eis, es wäre auch ein schöner Platz zum eine Basis bauen. Na, hier so ein Rand rein, dann kann man direkt in die Wiese raus. Viele gute Rohstoffe hat hier im Grunde genommen auch. Aber wir müssen. Das sieht man aber gut. Dann kann ich jetzt zurückkehren. Dann bauen wir unseren Rover noch um. Ah, aber wisst ihr, was wir noch nicht gefunden haben? Magnesium. Keine Waffen. Wisst ihr was? Ich mache hier am besten auch noch ein GPS dann. Und Bremse an. GPS, New von Kant. Weg zum Eis. Ich habe allerdings keinen anderen Weg gesehen. Gravitation ändert sich jedoch nicht. Control Panel Robot Cockpit. Viel nützlichere Information wäre Wetter. Wetterbericht wäre noch besser. So, jetzt müssen wir noch den Weg zurückfinden. Die Basis ist da drüben. Ah, aber eins wollte ich noch schauen, bevor wir zurückkehren. Basis, Weg zum Eis. Okay, es hat es wieder gelöscht und ich habe das Ganze zu Hause gelassen. Das heißt, ich muss heimfahren. Denn sonst hätte ich mal nach der Handelsbasis geschaut, was die so wollen. Wie? Schwierig. Aber noch viel grün hier. Ich meine, so grün wie die Stelle da vorhin ist hier nichts, aber vielleicht finden wir hier ja Magnesium, denn das war ja auch noch eine Sache, die wir in der Wüste nicht gefunden haben.
schön runterrollen lassen. Ah, wisst ihr, was ich an dem noch gar nicht habe? Was ich dachte, dass ich hätte, aber dann festgestellt hatte, nein, habe ich nicht. Ich drehe hier mal eine Ehrenrunde. Schauen, ob ich das richtig sehe, dass hier drüben auch was ist. Da im Abhang ist nämlich eine weiße Stelle. Ja, aber nichts wirklich Interessantes. Da drüben ist auch nochmal weiß, aber das wird wahrscheinlich dasselbe Flöz sein. Und hier jetzt nur wieder langweiliges Silikat, okay. Ich meine, der grüne Baum da hinten ist verdächtig. Nicht, dass es hier auch noch mal Eis gibt. Ich meine, wer Eis hier? Sogar unheimlich leicht zu finden. Je grüner eine Stelle ist. Aber nein, zeigt keines an. So, Basis ist da hinten. Und hier ist wieder offene Wüste. Das ist ein Weg nach unten. Das sollte ich lieber außen rumfahren. Ich glaube, hier eine S-Kurve machen. Ist der beste Weg. Schon langsam. Rum. Genießen. Jetzt hier lang. Das ist vielleicht ein kleiner Hopser. Es geschafft. Und wir da noch schnell schauen. Nickel. Ja, wenn ich dann zurück bin, müssen wir den Pot noch ein bisschen umbauen. Hat. Dann wieder auch eine Dings hat. Container, das was damit transportieren kann. Und es gibt eigentlich noch ganz andere Möglichkeiten, was man so treiben kann. Gott, das Eis ist so weit ab vom Fuß. Von den ganzen anderen Sachen. Aber da ich, wie ich mich kenne, sowieso immer sehr selektiv schaue. Da hinten ist ja, man kann sie ja schon sehen. Also selektiv Sachen hole, sollte das kein großes Problem darstellen. Silikat. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Obwohl ich na, vielleicht ist am Überlegen, sollte ich nicht einen ganz neuen Rover bauen? Ich glaube, ich muss das als allererstes tue. Ist. Wisst nicht, was ich vor, was ich meinte. Nee, nee. Mein erster Gedanke war, nachdem hier Eisen so nahe ist, vielleicht händisch Eisen zu holen.
wirkt sich der Wendekreis, der veränderte, natürlich nicht mehr so positiv aus. Muss sagen, er ist viel besser gefahren, als ich es erwartet hatte. Okay, angedockt. Jetzt. Warte mal. Container. Ja, Datapad. Lesen. Create GPS-Marker. Okay, jetzt ist der GPS-Marker hier. Jetzt muss ich ihn aber erst auf der HUD anzeigen, sonst kann ich damit nichts anfangen. Okay, ich glaube, wisst ihr, was ich mache? Ich glaube, ich kürze in dieser Episode ein bisschen was von der Fahrt, weil jetzt nicht so spannend, so was. Und erlaube es mir von daher noch jetzt mal zu schauen. GPS, schmeiß mal alles, was ich gerade jetzt nicht brauche, wieder raus. Ach, Eis, 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 wir haben Eis gefunden. Schauen wir hier, Silikon. Silikon. aus. Online-Signal interessiert mich nicht. Weg zum Eis interessiert mich nicht. Wo ist jetzt? Hä? Ach, hier. Show on hat. 40 Kilometer. Ich glaube, dann muss sie noch warten. Das war jetzt dann doch etwas mehr als erwartet. Parking Brake off. Ob es zu schnell. Ready. Okay, Auto Recharge rein. Oh, mal schnell schauen, wie weit sich das hier zu Fuß anfühlt. Hier Eisen. Eigentlich, ja, zum Eisen wollte ich jetzt eigentlich ohne. Ohne dass ich unterwegs Steine sammle. Denn. Ich habe übrigens, so, Eisen. Flüssig freilegen. Können wir hier schön buddeln. Auch eine Idee, wie ich mit Fahrzeugen allein auch fast automatisch bohren kann. Das wird eine spannende Geschichte. Das hinhaut. Stone raus. 40 Kilometer. Wieso ist die Station 40 Kilometer entfernt? Das ist ihr Stein. Ich will doch keinen Stein. Das will ich. Hab ich jetzt noch sauber alles? Nein, immer noch Stein. Wer will denn Stein?
Klar. Okay, muss erstmal reichen. Aber wenn das schon Zeug schon direkt vor der Haustür ist, dann kann ich es auch so schnell holen. Machen wir die Drill weg. Raffinieren unser erstes echtes Erz. Steht noch alles schön. Hat zwar alles ein bisschen gedauert hier, aber nicht so kompliziert. Hier. Assembler, Basic Refinery. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich schaue dem jetzt direkt zu. Einfach nur um zu schauen, wie viel aus dem fast 3 Tonnen entstehen. Also 2,8 waren es. Also 1,5 Kilo. Dafür musste ich 20 Minuten Steine kloppen. Also lohnt sich das deutlichst. So, dann, je nachdem wie viel ich geschnitten habe, war das eine sehr kurze Folge. Für mich war es aber eine gute Stunde Aufnahme. Sage ich euch erstmal Tschüss und bis bald. Bis Dienstag.